Zuschauer von TDTV, willkommen bei TDTV zu unserem Literaturgespräch. Auch heute lernen Sie wieder einen Studiogast und sein Lieblingsbuch kennen, beziehungsweise Ihr Lieblingsbuch. Thema unserer Sendung ist diesmal eine Biografie, und zwar die einer der interessantesten und kreativsten Frauen des 20. Jahrhunderts, das Leben der Modeschöpferin Vivienne Westwood. Der renommierte Biograf Ian Kelly hat sie über 2 Jahre begleitet und mit ihr gemeinsam an ihrer Geschichte geschrieben. Stefanie Schäfer hat sie übersetzt und auf Deutsch wurde das Buch 2014 bei Bastei Lübbe verlegt. Aus den ersten Kapiteln lese ich Ihnen heute ausnahmsweise 2 Zitate. Etwas ganz Wichtiges über mich sollte man gleich zu Beginn erfahren. Ich wurde während des Zweiten Weltkriegs geboren, in einer Zeit des Mangels, der Rationierung. Meine erste Banane habe ich im Alter von 7 Jahren gegessen. Sie schmeckte mir nicht. Da es kaum etwas zu kaufen gab, wurde die Kleidung von Hand gestrickt. Es gab sogar Strickmuster für Hochzeitskleider. Es wurde tagelang gestrickt. Auch sonst machten wir viel selbst, sammelten zum Beispiel kleine Nussschalen, malten sie an und bastelten daraus kleine Blumensträuße. Do it yourself, so hieß die Devise. Und nun noch ein Zitat aus der Zeit, wo Vivienne in der Kunsthochschule war. Es war Mr. Bell, der erkannte, dass die Kunst einen Funken in mir entzündete. In meinem letzten Schuljahr zeigte er mir ein Buch über die Impressionisten und regte mich an, selbst einige Szenen von Fotografien im impressionistischen Stil zu malen. Er zeigte mir einen getupften Seurat, erklärte mir andere Techniken des Impressionismus und riet mir, nimm keinen kleinen Pinsel, geh nicht auf Nummer sicher. Und daher malte ich Landschaften und andere Motive mit einem dicken Quast, frei. Einmal sah er mich eine Modeskizze zeichnen und lobte meine Begabung. Und damit war er der Erste, der mein Potenzial erkannte. Er fand, ich solle auf die Kunstakademie gehen, half mir, meine Mappe zusammenzustellen und, wichtiger noch, ermutigte mich wie kein anderer. Liebe Zuschauer, mein heutiger Studiogast ist die Künstlerin Liane Kampeter. In ihrem Leben gibt es viele Parallelen zu Vivienne Westwood. Durch ihre Mutter hat sie gelernt zu nähen und modisch aus dem Mangel eine Tugend zu machen. Sie war mit einem kreativen Mann zusammen, der sie an ihre Grenzen brachte, aber sie auch inspirierte. Sie hat sich früh als Künstlerin verstanden und ihr Leben lang künstlerisch gearbeitet. Die gebürtige Westfälin ist gelernte Lithografin. Sie hat bildende Kunst, Tanz und Theater studiert. Sie hat Plattencover entworfen, Kunstrepros gemacht, sie hat als DJ gearbeitet, eine Galerie geleitet. Während einer Weltreise durch Asien und die USA hat sie Unterwasserkunstwerke geschaffen. Für ihre jetzige Familie kam sie zurück nach Europa. Sie lebt und arbeitet in Hamburg unter anderem als Dozentin und als freie Journalistin für Cultura Extra. Ich freue mich sehr, dass sie zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen im Literaturcocktail, Frau Kampeter. Ja, hallo. Hallo. Frau Kampeter, wir haben eben über zwei Aspekte etwas gehört, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie gleich Anstöße gewesen sind für das Leben von Vivienne Westwood. Wie sehen Sie das? Ja, diesen Mr. Bell, den Sie erwähnen, den Kunstlehrer. Das ist ja ganz bemerkenswert, dass er sagt, mal mit einem dicken Pinsel. Ne? Dass er sagt einmal, ja, dass man ein bisschen großzügig sein kann, ein bisschen klotzen kann. Aber auch, ja, dieses Experimentierfreudige hat er sehr gefördert. Und dafür war sie anscheinend auch offen. Es gab ja noch jemand anderes, das war Gary Ness. Ja. Der Künstler war später auch Verleger und der hat ihr dann wiederum noch gesagt, du kannst auch politisch sein mit deiner Kunst. Und so hat sie überall aufgesogen. Später natürlich, also sie hat zum Beispiel ihr erster Mann, das war Derek Westwood, und der war ein Tänzer. Also sie umgab sich sicherlich immer gern mit kreativen Menschen. Und mit ihm hat sie nun den Rock'n'Roll schon mal angefangen.
Ne? Es gab Rock'n'Roll, es gab ja viele, viele Inputs für sie. Und da war sie sehr offen für. Dann kam ja auch noch Malcolm McLaren. Und ja, auf den wollte ich Sie gerade noch mal ansprechen. Der war ja nicht nur Ihr Lebenspartner, der war auch Ihr Arbeitspartner und hat Sie wohl auch sehr inspiriert. Die haben wohl sehr kreativ zusammengearbeitet. Aber der hat ja nun eine ganz spezielle Art. Und kann man sagen, da hat sie was auszuhalten gehabt? Mit Sicherheit. Aber sie hatte von ihrem Elternhaus ja mitgebracht, sehr geduldig zu sein. Und auch also wirklich ausdauernd an Sachen zu arbeiten. Und sie brauchte Strukturen. Andererseits, er war so chaotisch. Später hat sie oft ein Stirnband getragen, ihr Chaos-Stirnband. Ne? Ich glaube, zum Signal für ihre ganzen umgebenden Leute, jetzt ist hier Chaos, ich brauche jetzt meine Ruhe. Weil sie konnte sehr zentriert arbeiten. Und ich glaube, das lernt man mit so jemand wie Malcolm McLaren. Ich muss sagen, mir ist Ähnliches passiert. Und es ist einfach eine Herausforderung, jemand an seiner Seite zu haben, mit dem man zusammen sehr viel Kraft entwickelt, sehr viel kreative Kraft und was Neues schaffen will. Der muss einen auch, glaube ich, immer wieder reizen. Also das hat der wirklich gemacht. Aber der hat auch eine wahnsinnige Schubkraft gehabt. Er war ja im Musikbusiness. Und dank ihm hat sie ja zum Beispiel Musik und Kunst zusammengebracht. Mhm. Sie hat sich ja für viele Sachen interessiert. Mhm. Und durch den Gary Ness zum Beispiel hat sie auch jemand gefunden, der sich für Bücher fasziniert. Weil sie ja zu Hause im Elternhaus so gern gelesen hat. Durfte sie eigentlich gar nicht. Aber das hat sie wohl ihr Leben lang begleitet, sehr viel zu lesen. Vielleicht auch deshalb dieses Buch, weil ihr das wichtig ist. Weil man durch Bücher was in die Welt vermittelt. Mhm. Und deswegen sagt sie ja, also ihr wichtigstes Accessoire ist das Buch. Ne? Also Sie haben gerade schon mal ein ganz wichtiges Stichwort erwähnt, der Punk. Ja. Das war so ein Meilenstein in Ihrem Leben, den Sie wohl auch mit ihm zusammen, mit Malcolm zusammen gesetzt hat. Ich habe da noch ein ganz bestimmtes Zitat mir gerade zu dieser Entwicklung herausgesucht. Das wollte ich mal eben gerade loswerden. Der Punk, so erzählt mir Vivienne, begann mit einem Gefühl, einem Lebensgefühl, das in London und New York entstanden war und dann über die ganze Welt hinweg hallte. Und mit einem Look, den sie und Malcolm kreiert hatten. Er reduzierte Rockmusik wieder auf ihre Rock'n'Roll-Funktion, nämlich die Rebellion. Ältere konnten ihn nicht ausstehen. Er provozierte das Establishment. Er verkörperte die wichtige Wahrheit, dass es das Privileg der Jugend einer jeden Generation ist, sich die eigene Zukunft auszumalen und zu gestalten. Doch damals fühlte es sich gar nicht so an. Es ging um Identität, sagt Vivienne. Ohne Ideen kann man keine Designerin sein. Talentierte Leute fertigen manchmal nur Kleider für sich selbst an. Doch ich erkannte schon sehr früh, dass man Punk auch vermarkten konnte. Ich schätze die individuelle künstlerische Freiheit der Menschen und Punk hat mit einer gewissen Ästhetik zu tun. Doch manchmal glaube ich, dass das einzig Gute, was dabei herauskam, diese Haltung "Trau niemals der Regierung" ist. Und dass ich mittlerweile finde, dass es großartig aussah. Aber ist das so wichtig? Der Punk verlieh den Leuten Selbstzufriedenheit, Selbstsicherheit, die Einstellung, dass ihnen niemand etwas zu sagen hatte. Ein Ableger davon wurde zum Beispiel Bestandteil des Thatcherismus. Als ich für den Tatler als Mrs. Thatcher posierte, und ich sehe ihr ja tatsächlich ein bisschen ähnlich, da schauspielerte ich ein wenig. Wenn du ein bisschen skeptisch reinschaust, siehst du aus wie Thatcher, hieß es. Und das stimmte. Und Johnny Rottens Songs waren wirklich sehr intelligent. Findest du nicht? Fragt mich Vivienne eines Tages, als ich gerade meine Sachen packe und sie fängt an zu summen. No future. Your future dream is a shopping scheme. Wir müssen aufhören, die Leute zu Konsumenten zu erziehen und sie stattdessen so bilden, dass sie selbst nachdenken können. Wie Norina Hertz in ihren Büchern sagt, man kann die Wirtschaft von einer anderen Seite her betrachten, von der Warte der Menschen aus, die sie unterdrückt. Und darum ging es hauptsächlich im Punk. Also eine politische Bewegung. Nicht nur Mode und Musik, sondern diese Bewegung hat einiges bewegt, ja? Ja. Und das hat ja sozusagen auf alle möglichen Kunstbereiche Einfluss gehabt.
Ne? Musik, Mode, Fotografie. Ja. Und sie war auch in New York und hat da einiges gemacht in der Beziehung. Ja, ne? es heißt ja auch irgendwie, sie haben den Punk nach New York gebracht. Aha. Und sie wollte auch gern Kontakt zu Madonna haben, ne? Weil jetzt hieß es klotzen und man versuchte Madonna anzurufen. Und wie man vielleicht weiß, also dass Madonna auch dann sehr viel Punk-Elemente übernommen hat. Sie hat Schottenröckchen getragen, sehr viel Sicherheitsnadeln und hat das damit salonfähig gemacht. Damit war das aber im Grunde genommen auch schon dann wieder gegessen. Mhm. Also Vivienne Westwood ist dann weitergegangen. Ja. Ne? Es gab ja noch viele andere Moden, die sie dann durchgezogen hat. Sagen Sie mal, was? Was zum Beispiel? Was zum Beispiel? Naja, irgendwann kamen zum Beispiel die 80er Jahre, wo man im Nachhinein denkt, Gott, wie albern. Aber man hat was Neues entwickelt. Ne, man hat weiter auch rebellisch sein wollen, weil man gemerkt hat, der Punk ist es nicht. Da schleift sich irgendwas ein. Das wurde Establishment hinterher, ja, nicht wahr? Eben, ne? Ja, eben. Man wollte wieder was Neues. Und es gab genug zu entdecken. Und Vivienne hat ja dann auch irgendwann zurückgegriffen noch und sehr traditionell gearbeitet. Na, sie hat ja sehr viel Kostüme, selbst aus der Antike, Rokoko, Barock, 17. Jahrhundert. Sie hat das ja gemixt. Mit modernen Elementen? Ja. Mit Punk-Elementen auch? Sie hat gnadenlos gemixt. Das macht sie bis heute. Sie hat auch, was sie heute sehr viel macht, auch wieder folkloristische Elemente, Verspieltes, Blumen, aber immer frech. Mhm. Also das, was sie wirklich in ihrer Jugend war, immer frech, das hat sie wirklich bis heute. Und das ist wunderbar. Also wenn man eine ältere Frau sieht, die geadelt ist, die immer noch sowas entwickelt und solche Moden kreiert. Da ist ein tolles Foto von ihr, da ist sie schon nicht mehr so ganz jung. Vielleicht kann die Kamera da mal hin. Also sie ist eigentlich ein Vorbild gewesen für ihre Models, für ihre Zeit, für die Szene, die Londoner Szene, aber auch international, kann man so sagen, oder? Ja, ja. Sie wurde viel kopiert. Ja. Also Jean Galliano, Gautier, alle haben sie da sehr viel aufgepickt. Sie hat ja angefangen mit T-Shirts nach diesem Do-it-yourself-Motto. Ganz einfaches Material, ein Unterhemd. Jeder hatte ein Unterhemd und dann hat man ein paar Hühnerknochen dran genäht. Ja. Und hier ein bisschen Glitzer und Bling-Bling. Und das wurde immer überall kopiert. Und auch zerschnitten. Also man hat, ne, sie hat ja auch ganz, ganz mutig ganz wertvolle Stoffe auch mal kaputt gemacht, um dieses Äußerliche ein bisschen aufzubrechen. Zerrissen, ne? Zerschnitten, Bondage-Mode. Aber man muss sagen, dass sie so sehr die traditionelle Schneiderkunst beherrscht. Ja. Und diese Kombination, wenn man also sieht, wie ein Jackett geschnitten ist, dann ist das sehr mutig, das irgendwo wieder aufzuschneiden. Ja, ja. Sie kombiniert das sehr elegant. Jetzt muss ich noch mal auf eins kommen. Sie sagten Bondage-Mode. Das ist ja auch ein Aspekt in Ihrem Leben und Ihrer Arbeit. Sag mal, Elemente aus dem Porno, aus ziemlich harten Methoden, da hineinzubringen in die Mode, auch Wäsche nach außen zu tragen und so weiter. Den BH außen, wie Madonna. Da war sie eine echte Revolutionärin, ne? Ja. Hat sie doch bestimmt auch Schwierigkeiten gehabt, oder? Naja, sie hat ja sehr dann für die Musikszene auch Mode entwickelt. Und ich glaube, sie hat sich nicht so sehr darum gekümmert, ob sie irgendwo Schwierigkeiten bekommt. Ich habe auch immer gedacht, wie kann so eine Frau geadelt werden? Aber man muss sich das wirklich mal genauer anschauen. Und mit der Bondage-Mode, das ist sehr interessant, weil sie sagt, der Körper ist eine Begrenzung und sie braucht eine Struktur und eine Begrenzung, um ihre Kreativität auszuleben.
Also sie hat nach dem Motto, je kreativer du bist, umso mehr Begrenzung brauchst du. Und deswegen ist sie wahrscheinlich dann irgendwann da gelandet, wo sie jetzt heute immer noch ist, dass sie Mode entwirft und das für alle Gesellschaftsschichten irgendwie. Sie ist ja Vorbild. Ja, und sie hat ja, wie wir auch aus diesem letzten Zitat gesehen haben, ja auch durchaus eine Mission. Ne? Sie sieht ja Mode und all das, was sie da so angeschoben hat, politisch. Ja. Ne? Das ist ja nicht nur schickes Outfit, wie man heutzutage sagt. Ja. Ne? Und heute noch. Ne? Heute. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Sie ist kürzlich auf einem Panzer gegen... sie wollte gegen das Fracking demonstrieren. Sie hat sich auf einen Panzer gesetzt und ist zum Haus vom Premier David Cameron gefahren. Und ist wirklich dabei, sie möchte die Welt retten. So gut sie das irgendwie kann. Sie möchte den Regenwald retten. Sie sammelt dafür Geld. Sie war auch eine der ersten, die sich in der Umweltbewegung engagiert hat. Ne? Sie hat ein bekanntes Model, Naomi Campbell, hat sie, gute Freundin von ihr, gefragt, kannst du uns unterstützen? Ne? Kannst du uns Geld geben? Wir brauchen nur so und so viel, um den Regenwald zu retten. Also... das macht sie immer mehr. Das ist für die Modeszene doch recht außergewöhnlich. Ja. Ne? Ja. Der Co-Autor Ian Kelly, der hat ja nun viele Aspekte ihres Lebens beleuchtet. Er hat auch am Anfang also die typische Szenerie vor einer Schau beschrieben und hat mit ihr gemeinsam viele Stationen ihres Lebens beleuchtet. Halten Sie seinen Bericht oder seine Darstellung Ihrer Person und Ihrer Arbeit für objektiv? Objektiv und subjektiv, würde ich sagen. Also, ja, objektiv natürlich, wenn er so kleine Details wie noch 15 Stunden und wenn er beschreibt, wie es da abgeht. Mhm. Und dass Vivian immer noch gelassen ist, vielleicht mit ihrem Chaos-Stirnband, und aber immer auf ihren High Heels. Also High Heels, nicht Plateauschuhen, muss man ja sagen, die immer so hoch waren. Und subjektiv insofern, dass er eine gute Beobachtungsgabe hat. Es ist ja sehr intim, er begleitet sie ja 2 Jahre. Und er ist immer dabei und spürt sie auch sehr. Und das finde ich so schön, dass das zusammenkommt. Also es ist ein Bericht, ein objektiver Bericht. Bericht klingt jetzt nicht so schön, aber es ist wunderschön geschrieben, das Buch. Und dadurch, dass beides zusammenkommt, kann ich mich als Leser dem sehr nähern. Und ich kann mich auch dadurch identifizieren. Mhm. Weil, wie Sie schon anfangs erwähnten, ich hab viel Parallelen gefunden. Vielleicht wird es auch anderen so gehen, die finden andere Parallelen. Mhm. Aber für mich als Künstlerin natürlich. Mhm. Also es ist nicht nur ein Bericht über Sie als Modeschöpferin. Es ist auch wirklich ein Porträt, nicht wahr? Es ist ein Porträt, es ist Ihr Leben. Mhm. Na, Ihr Leben von Anfang bis Ende. Und jetzt könnte das zweite Buch kommen. Mode war ja sozusagen der Anfang oder ist ja Ihr Medium, Ihr Hauptmedium, könnte man sagen. Für Sie persönlich, ist Mode da sehr wichtig? Ja, ja auch. Also es war für mich, als ich jung war, ähnlich wie für Sie. Also rebellisch sein, auffallen, anecken, ich ziehe nicht an, was ihr wollt. Dann wiederum vielleicht mich auch anpassen, also damit zu spielen, das, was sie auch gemacht hat. Dieses Verkleiden. Mhm. Ne? Und dann merkt man auch, wie viel das ausmacht, was man trägt. Einfach im eigenen Gefühl, im Selbstwertgefühl, aber auch, wie man auf andere wirkt. Und damit zu spielen, fand ich immer gut. Und dann ändert sich das natürlich im Laufe der Zeit, dass man einfach guckt, was steht mir wirklich. Oder ich kaufe mehr Qualität. Oder ich habe auch gar nicht mehr so viel wie früher vielleicht, weil ich mehr kombiniere, weil ich die einzelnen Teile mehr schätze. Und haben Sie auch Anregungen gefunden aus der Lektüre dieser Biografie für sich persönlich? Ja. Ja, was ich einen ganz bemerkenswerten Satz finde, ist,
Indem du dich selbst veränderst, veränderst du die Welt. Und ich finde, das ist sehr verantwortungsvoll, ne? Weil man wirklich bei sich selber schauen muss. Und wenn man die Welt, wenn man etwas verbessern will, dann muss man bei sich selbst anfangen. Ganz klar. Nicht nur in der Mode. Ja, nicht nur in der Mode. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten. Jeder hat seine. Ja, und das wäre ja auch eine Botschaft für Menschen, die eigentlich mit Mode an sich nichts zu tun haben. Ja. Also für jüngere Menschen, ne? Für Jüngere, sich mehr zu trauen, zu Zeiten zu trauen. Vielleicht auch dieser Do-it-yourself-Gedanke. Einfach mal was selber nähen, ne? Nicht nur billig kaufen, kein Fell tragen. Also da gibt es viele Anregungen für junge Menschen, es jetzt zu machen. Und, Eine Sache, wo bei der Mrs. Westwood ja auch ganz fortschrittlich war, war also ihre Art, mit Beziehungen umzugehen. Und ihre letzte Beziehung ist ja eigentlich schon was Außergewöhnliches. Erzählen Sie doch mal. Der Andreas Kronthaler. Ja. Jeder weiß es, er ist 25 Jahre jünger. Und das ist so toll, wenn man die beiden zusammen sieht. Also er war mal Student von ihr in Wien. Und das passte wohl anscheinend so gut zusammen. Die beiden sind ja, arbeiten wirklich zusammen und haben, ja, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, einen Stil zu entwickeln und sich zusammen zu verstehen da in der Modewelt. Und er ist sehr großzügig und sie ist sehr großzügig zu ihm. Also so großzügig wie dieses Buch ist, auch in der Aufmachung, das spiegelt das irgendwie wider, dass ich die beiden sehr großzügig finde, zueinander. Mhm. Also es ist eine sehr schöne Beziehung, die jetzt ja auch schon sehr lange dauert. Wie lange sind die beiden jetzt zusammen? Ach, wie lange mögen die zusammen sein? 25 Jahre vielleicht auch schon, ne? Ja. Dann macht der Altersunterschied vielleicht nicht mehr so viel aus. Das verwischt sich. Sie sagen, sie hat in Wien doziert? Ja. Gibt es da eine Modehochschule oder was war das? Ich glaube, in allen, also in Wien gibt es eine Kunsthochschule. Sie hat sogar auch in Berlin, habe ich leider verpasst, in Berlin hat sie, war sie auch Gastprofessorin. Mhm. Und ich hätte natürlich auch genauso gut Modedesign studieren können. Aber mir war das alles zu sehr angepasst. Ich glaube, sie lief mir einfach nicht über den Weg. Ich wollte rebellisch sein und bin dann eben hier zur Kunsthochschule gegangen. Ja. Was hat sich denn, hat sich für Sie was, sag mal, verändert? Nicht nur was die Ansicht zur Mode angeht, sondern auch was generelle Einstellungen angeht, nachdem Sie sich so intensiv jetzt mit dieser Frau beschäftigt haben? Mm. Den Eindruck habe ich. Ja, das ist tatsächlich so. Also zum Beispiel, dass es nicht schlecht ist, Ausdauer zu haben. Also am Ball zu bleiben. Mhm. Und das heißt natürlich, dass man auch an sich glauben muss, weil man ja nur sich selbst verwirklichen kann. Und ja, einfach ein bisschen mutiger in die Welt zu gehen. Und dass ich viele Sachen, die ich jetzt persönlich gemacht habe, dass das alles wunderbar ist im Rückblick. Wenn ich dann höre von Vivienne Westwood, die hat ein Rad geschlagen vom Polizeipräsidium. Die hat sehr viel verrückte Sachen gemacht. Und das findet man in dem Buch alles wieder. Ja. Und wenn ich das dann ein zweites Mal lese, finde ich noch mehr davon wieder. Ja. Und sehe, ach, gar nicht so weit voneinander entfernt. Nur, dass ich nicht berühmt bin, natürlich. Ja. Dabei finde ich, wenn ich das mal so sagen darf, ihren Ausdruck verrückt eigentlich sehr schön. Denn das rückt ja eigentlich nur mal den Standpunkt, die Sichtweise. Andere sagen dann, man ist verrückt, aber es ist einfach nur mal ein anderer Standpunkt. Und das finde ich eigentlich etwas, womit jeder was anfangen kann, auch wenn es nicht um Mode geht. Ja. Ne? Ich habe noch eine Passage aus dem Buch, die auf mich auch wie ein Resümee wirkt. Mhm. Das wollte ich doch noch mal eben gerne kurz vorlesen. Und zwar auch nach 40 Jahren in der Mode bleibt sie inspirierend und lässt sich nicht nur von der Politik, sondern von der ganzen dreidimensionalen Welt um sich herum inspirieren.
Sie kann noch genauso hingerissen von Schönheit sein wie eh und je. Auf Bildern, in Kleidern, in Menschen und Ideen. Obwohl von Natur aus bescheiden, ist sie umso üppiger in ihren Designs und in ihrer Großzügigkeit, wie Sie schon sagten. Sie bleibt eine Fantastin, eine Idealistin, lange nachdem viele andere in die Konvention abgedriftet sind. Ihr Kommentar lautet, es ist eben sehr ungewöhnlich, dass jemand derart dreidimensional arbeitet wie ich. Ich habe den Zuschnitt der Mode verändert und damit die Kleidung weltweit. Und jetzt springe ich einmal kurz, denn es sind also von den allen Dingen, die sie neu gemacht hat, unter anderem zu nennen Folklorekleidung, ältere Muster, T-Shirts, alles in Rechtecken. Die Müll, Collage, Do-it-yourself. Fetischkleidung als Mode, die Wiedereinführung des Korsetts, das Zugrundelegen historischer Vorlagen, historische Kostüme, Mix and Match mit historischen Referenzen, der Tweed, der Plateauschuh, Unterwäsche als Oberbekleidung, der Schlauchrock, Strickwaren, die Sanduhr-Silhouette, Unisex-Mode und der Punk, der Teil der englischen Sprache gekommen ist. Also das ist wirklich eine riesen Menge an Einflüssen, die diese Frau auf die Mode und auf die Welt genommen hat. Und deswegen möchte ich also mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Kampeter, Vivienne Westwood, die Biografie hier mit mir besprochen zu haben. Das hat Vivienne Westwood alleine, nicht ganz alleine, mit Ian Kelly zusammengeschrieben. Es gibt sehr viele Fotos von ihr selbst, von dieser Frau mit den vielen Talenten und Facetten und natürlich auch von ihren Kreationen. Ich möchte mich jetzt auch von Ihnen, liebe Zuschauer, bedanken fürs Zuschauen und Zuhören beim Literaturcocktail. Auch Sie sind mir herzlich willkommen im Studio. Sie können mir gerne Ihr Lieblingsbuch vorstellen. Schreiben Sie mir eine Mail unter literaturcocktail@tidenet.de und kommen Sie zu einem Gespräch zu mir. Ich freue mich auf Sie. Für heute tschüss und auf Wiedersehen beim Literaturcocktail auf Tide TV. Bis zum nächsten Mal.